Hallo und herzlich willkommen hier im Live-Webinar. Und ich sehe, dass schon ganz viele fleißig in den Chat reinschreiben. Hallo, hallo, hallöchen, guten Abend zusammen. Moin, moin. Ich dachte immer, das sagt man nur am Morgen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach sozusagen mit meinem österreichischen Akzent nicht so fit, was das betrifft. Ja, herzlich willkommen hier in, ja, immer noch in Kalifornien, in Los Angeles. Herzlich willkommen aus dem schönen Wien. Mara, wir freuen uns schon wieder auf dich. Und ich sehe, wir haben hier ja schon wieder ganz, ganz viele internationale Gruppe, haben wir aus der Schweiz, aus Deutschland, aus München. Viele bekannte Gesichter, sagt die Sani. Ja, das ist schön, das freut mich. Guten Abend. Ja, herzlich willkommen hier. Ich habe es mir inzwischen hier schon richtig schön gemütlich eingerichtet. Also jetzt mache ich hier schon fast jeden Tag ein Webinar. Ja, und heute geht es um das Thema, wie man Bestseller schreibt. Und ja, vielleicht schreibt uns noch ganz kurz in den Chat rein, ob ihr uns gut sehen könnt, gut hören könnt. Und dann geht es auch schon sofort inhaltlich los. Denn dann, ja, werden wir euch alles erzählen, was wir dazu wissen. Genau, von der Mission Bestseller. Sehr gut. Ja, da sehe ich schon. Hallo, hallo. Wir haben immer so eine ganz kleine Zeitverzögerung. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob jemand geschrieben hat. Schon was von Bild- und Tonqualität, aber es schaut, glaube ich, gut aus. Also ich habe zumindest jetzt nichts Negatives hier gelesen. Nee, dann kommen lauter schöne Flüsse. Da steht schon, alle, ja, alles flüssig, alles echt super. Oh. Perfekt. Danke, Google. Ja, Tom, ist das heute wirklich möglich, dass jeder einen Bestseller schreibt? Also ich muss sagen, es war ganz interessant, auch dieser Name Bestseller, den wir auch verwendet haben bei meinem Buch. Da haben manche, fanden das total toll und manche haben gesagt, was, ein Bestseller? Also das sozusagen, das ist ja, da muss man ja Millionen von Büchern geschrieben haben und so weiter, um Bestseller zu verkaufen. Was ist denn so nach deiner Definition eigentlich ein Bestseller? Und ist es heutzutage wirklich für jeden möglich, so einen Bestseller zu schreiben? Naja, also ein paar Voraussetzungen gibt es schon. Also so einen Zugang zum Internet und ein bisschen die Fähigkeit, einen Computer zu benutzen oder jemanden zu kennen, der das für dich macht, brauchst du schon. Aber ich sage mal, wenn wir gerade von dem Bereich Ratgeber, Sachbücher, persönliche Erfolgsgeschichten sprechen und wir von Menschen ausgehen, die zu dem Thema, wo sie drüber schreiben, auch außer Buchschreiben noch andere Dinge machen und wirklich eine Kompetenz drinnen haben und auch praktische Erfahrungen im Umgang damit, dann glaube ich, sind die Voraussetzungen da. Ja? Und wie immer im Leben, das Leben ist nicht entweder oder, sondern das Leben ist eine Summe von abgestuften Prozessen, die sich dann letztendlich irgendwann ganz anders anfühlen. Und du kannst einen Bestseller heute schreiben, wenn du dich gerade auf Amazon fokussierst, ja, was ja jetzt seit mehr oder weniger 3 Jahren wirklich im deutschsprachigen Raum offen möglich ist, dann bist du da, dann brauchst du keine 10.000 oder 20.000 Bücher zu verkaufen, um dann Bestseller-Status, zum Beispiel in einer der Amazon-Kategorien, die du für dein Buch ausgewählt hast, zu erreichen. Das ist also etwas, wo ich sage, das ist wirklich planbar. Wenn du jetzt von der New York Times Bestsellerliste träumst, das ist auch ein Traum, der träumbar ist. So wie die Nummer 1 von Amazon.de auch. Also ich werfe die Zahl schon gern ins Spiel, weil ich es auch im Hinterkopf immer noch habe, wenn ich an Bücher denke. Also die Nummer 1 auf Amazon.de verkauft pro Tag zwischen 3.000 und 6.000 Bücher. Ja? Mhm. Und wenn du dir dann durchschnittlich auch nur eine durchschnittliche Tendierung von 3 Euro vorstellst, dann das mit einem Monat aufrechnest, ist schön. Ja? Aber da gibt es halt immer nur jeden Tag einen, der das schafft. Und da dürfen schon viele Dinge zusammenpassen. Aber ich glaube, dass heute, also wenn du da draußen schon zu deinem Thema arbeitest, wo du auch drüber schreiben willst, dann hast du die Chance, dass du dann einen Amazon-Bestseller hinkriegst. Die sind sehr gut. Ja, und vor allen Dingen, was ich ja da immer auch wichtig finde, dazu zu sagen, es ist ja wirklich auch nicht nur das Geld, das man mit einem Buch verdient, sondern es ist ja wirklich eben auch diese sogenannte Umwegrentabilität. Also, und da werden wir jetzt dann auch gleich mehr darüber sprechen, nämlich so ein Buch, das ist halt auch ein wundervoller Einstieg
in den eigenen Sales Funnel, also in den eigenen Verkaufstrichter. Mhm. Und das ist halt gerade interessant für alle unter euch, die hier jetzt zuhören, die irgendwie Trainer sind, die Coaches sind, die Seminare anbieten, die Coachings anbieten, die ja doch recht hochpreisig sind. Und es ist halt eben einfach nun mal so, so schnell kauft einem jemand kein Produkt um ein paar tausend Euro ab oder selbst um ein paar hundert Euro, der einen nicht kennt. Also das ist eben einfach natürlich viel schwieriger zu verkaufen, als wenn das jetzt ein Buch ist, das zum Beispiel 9 Euro oder 19 Euro kostet, weil das ist halt eine Summe, da sagen viele, okay, das teste ich jetzt einfach mal und wenn es nichts ist, ist es nichts. Und aber auf der anderen Seite gibt es dann halt viele, die sagen, wow, das ist ja total gut. Jetzt habe ich das an mir viele geschrieben, die haben gesagt, also ich habe jetzt so viel Wert bekommen für 9 Euro, dass ich jetzt total neugierig bin, jetzt will ich aber einen E-Kurs kaufen um 300 Euro oder ich will jetzt ein Coaching machen oder ich will jetzt ein Seminar besuchen. Weil die sozusagen sagen, jetzt habe ich für 9 Euro schon so viel Wert bekommen, jetzt will ich wissen, was kriege ich dann erst überhaupt für 300 Euro zum Beispiel. Genau. Na, es funktioniert in viele Richtungen. Das ist, sage ich mal, was brauchen die Leute, damit sie bei dir ein hochpreisiges Produkt kaufen? Also du brauchst, dass sie dir vertrauen. Und so ein Buch ist eine super vertrauensbildende Maßnahme, sage ich mal, weil es ist nochmal was anderes als ein Blog. Ich lese vielleicht einen Blog immer wieder mal, aber im Buch wäre ich ja wirklich so, wie es auch du in deinem unwiderstehlichen Leben gemacht hast, Mara, du tust die Leute ja richtig durch einen längeren Prozess auch begleiten. Das heißt, die Möglichkeiten, das dann auch direkt praktisch umzusetzen, sind dann noch leichter. Und dadurch steigt natürlich die Bereitschaft, dann offen zu sein für das, was danach kommt, zugleich. Was ich auch selbst immer wieder bemerke, ist, wenn du einen Podcast machst, wenn du bloggst, wenn du Webinare machst und dein Wissen freigebig teilst, dann entsteht bei den Leuten manchmal auch so ein Bedürfnis nach einem Energieausgleich. Und wenn du, die sind halt jetzt nicht in der Situation, wo sie sagen, ja, ich brauche jetzt ein 1:1 um ein paar tausend Euro oder ich brauche ein E-Kurs, aber diese 9 Euro oder die 5 Euro oder 15 Euro, sagen sie, na klar, das mache ich gerne. Ist für beide Seiten gut. Ja? Und so also bedienst das, du auf einer Seite die Leute, die du schon kennst und kriegst auch noch neue. Also das, was du sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ein Buch, das ist irgendwie ein Produkt, das kaufen die Leute auch, wenn sie gar nicht so konkretes Interesse irgendwie daran haben, jetzt an der Zusammenarbeit, sondern die sagen einfach, boah, die hat ein Buch geschrieben, interessant, das lese ich mal. Also ich war nachher auch total überrascht, was für Leute alle mein Buch gelesen haben. Also ganz viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die überhaupt nichts mit Online-Marketing am Hut hatten, sondern die einfach nur gesagt haben, okay, das hat mich einfach interessiert, ne, was die da so geschrieben hat, ne, und haben einfach das Buch gelesen. Ja, du, also bei mir rufen dann Leute an und hatte ich jetzt diese Woche wieder und das, die mich dann fragen, hey, gibt es das Buch von der Mara auch irgendwie direkt? Kann ich mir das bei dir auch abholen oder muss ich das über Amazon bestellen? Und wenn ich welche da habe, sage ich, ja, dann komm halt vorbei, wenn du in Wien bist. Nur wer dann zu mir kommt, gell, und das ist nicht sozusagen die junge Frau, die jetzt sich ein Online-Business auf. Nein, also das ohne jetzt da wirklich einen Menschen zu nennen, aber da wärst du nie auf die Idee gekommen. Also war ein Mann, der schon viele Dinge gemacht hat in seinem Leben. Ja? Und der aus dem Offline-Total-Bereich kommt, aber der hat jetzt das gelesen und jetzt muss er seine Freunde will auch das Buch haben. Also du erreichst wirklich ganz andere Menschen auch noch. Das darfst du echt nicht übersehen, dass gerade wenn es dann auf Amazon, das ist auch eine Suchmaschine. Also und jetzt gerade die Amazon-Bücher, ich sage mal, für alle, speziell wenn Frauen die Zielgruppe sind, sind irrsinnig viele Frauen, die auf Amazon unterwegs sind und dort ihre Suchbegriffe eingeben und sich dann das eine Buch holen oder das andere. Ja. Und dann muss man halt auch wirklich dazu sagen, also so ein Buch zu schreiben, das ist halt immer noch, ich habe es mal genannt, der Königinnenweg auch zur Expertenpositionierung. Also man wird, also ich habe selber nicht geglaubt, weil ich irgendwie mir gedacht habe, ich habe mir damals gedacht, das weiß doch eh jeder alles, ich sage doch alles auf meinem Podcast, ich sage doch alles auf meinem Blog, aber irgendwie war es wirklich so, dass manche Leute, die konnten das wirklich erst hören, ist ein komischer Ausdruck, konnten das erst wahrnehmen, was ich hier geteilt habe, als das Buch da war. Also auf einmal sozusagen wurde das anerkannt und wurde es gesehen und heißt es, ja, die hat ein Buch veröffentlicht. Also damit wird man einfach, ja, immer noch heute als Experte gesehen, man glaubt es gar nicht. Aber es ist so. Es ist einfach Gold wert für dein Branding. Ich sage mal, ich glaube ja, dass du schon auch wenn du die professionelle Unterstützung holst und ich finde das angebracht, wenn du wirklich ein hochwertiges Buch machen willst,
kannst du die Kosten rein über den Verkauf oftmals zumindest innerhalb von 6 bis 12 Monaten amortisieren. Ja? Nur was schwer zu messen ist, aber was einfach schön ist, ist dieses andere, diese Interview-Einladungen, die kommen, wo dann einfach das nächste Speaker, die Buchung für als Speakerin kommt einfach schneller, wenn du Autorin bist. Ja? Und wenn du dann hinkommst, kannst du auch deine Bücher mitnehmen. Ja? Und ich meine, das sind so ein bisschen noch Offline-Gedanken, sage ich mal, aber dieses Taschenbuch, ich mag das schon. Die Leute, die ein Taschenbuch von mir kaufen oder Mara, die es von dir jetzt gekauft haben, die haben dann dein Buch, das steht, das liegt am Bücherregal, ja, der Name ist immer präsent, du hast einen ganz starken Anker, der herumgetragen wird. Naja, also ich mag es, ja, und es ist gut fürs Business, ja. Also ich glaube, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, warum es so viel Sinn macht, ein Buch zu schreiben. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, okay, wie sozusagen gehe ich das jetzt eben auch an, ne? Weil ich muss sagen, ich selber kenne halt auch eine Reihe von Leuten, die ein Buch geschrieben haben, selbst verlegt haben, weil hier geht es ja jetzt eigentlich hauptsächlich auch darum, wenn man eben jetzt nicht sozusagen klassisch mit einem Verlag zusammenarbeiten möchte. Vielleicht können wir da auch noch kurz eingehen, sozusagen, was deine Meinung dazu ist. Aber ich kenne halt viele Leute, die haben halt da ein Buch geschrieben und ich sage mal, es wurde nicht unbedingt zum Bestseller. Also es gibt das Buch auf Amazon, sagen wir mal so. Aber was mache ich denn, wenn keiner nachher das Buch liest und keiner das Buch kauft? Dann habe ich natürlich, verdiene ich nichts damit und habe keine Umwegrentabilität, gewinne keine Kunden. Also was ist sozusagen hier der Knackpunkt oder wie gehe ich das jetzt an, damit mir das eben nicht passiert? Naja, also das eine ist, du hast natürlich vollkommen recht. Ich meine, so wie wir haben vorher schon darüber geredet, wie schön es ist, die Nummer 1 zu sein oder wie toll auch nur die Top 100 zu knacken, was wir ja geschafft haben mit deinem Buch Launch. Nur es gibt halt Millionen Bücher auf Amazon, ne? Und Amazon hat eigene Algorithmen und dein Buch kann wenn du so willst, in dem Sumpf von Amazon auch irgendwo dann versinken. Und wenn ein Buch dann mal über längere Zeit irgendwo in den Regionen 250.000 plus unterwegs war, das ist so dann, wenn so alle 3-4 Monate jemand ein Buch kauft, dann ist das nicht unbedingt erfreulich. Ja? Und die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, ist, wenn du jetzt dein Business-Erfolg wirklich haben willst, dann brauchst du eine langfristige Perspektive. Und das sind so Schritte wie, das Buch ist jetzt geschrieben, das ist dann ein Meilenstein, aber es ist nicht das Ende des Wegs, sondern die wirkliche Arbeit, um das Buch dann zu vermarkten, auch wenn du es, je früher du beginnst, desto besser, aber das hört nicht auf mit dem, dass es draußen ist. Und ich sehe halt viele Leute, die schreiben ihr Buch und sind dann super stolz für 2-3 Wochen, reden dann auch drüber und dann reden sie nicht mehr drüber, dann lassen sie das Buch im Prinzip alleine. Ja? Und wenn was alleine ist, dann, es gibt halt andere Leute, die lassen ihr Buch nicht alleine. Sind wir ehrlich, es sind ja mehr Leute, die da auf Amazon zum Beispiel unterwegs sind und ihre Bücher hochladen. Und da haben immer die Nase vorn, die dranbleiben. Und das auch, darum ist es ja so wichtig, das Buch wirklich so, ich sage halt, dass es zum organischen Bestandteil von dem zu machen, was du tust. Ja? Also da richtig die Inhalte anzunehmen, das einzubauen, wie die Mara gesagt hat, in den Sales Funnel reinzutun. Ja? Und dann auch immer wieder mal zu überlegen, was für neuen Energie kann ich meinem Buch geben, ja, damit es mir dann weiterhilft. Weil Amazon ist halt so eine eigene Maschine und wenn es gut läuft, läuft es dann hilft dir Amazon. Ja? Das ist ja das, warum wir gerade am Anfang, wenn wir einen Produktlaunch planen, so viel Energie in den guten Start legen. Wenn Amazon sieht, dass dein Buch sich verkauft, dann fängt Amazon an, dein Buch anderen Menschen vorzuschlagen. Und denen ist es halt komplett egal, ob du jetzt einen Verlag hast, ob das jetzt ein Sachbuch vom Gabal Verlag ist, ja, oder ob das ein Buch von dir selbst ist, das du selbst herausgebracht hast. Das ist dem Amazon egal. Die wollen nur wissen, ob die Leute, da geht es um Conversion. Im Sinne vom Online-Marketing jetzt, diese Produktseite von deinem Buch auf Amazon ist nichts anderes als eine Landingpage, ja. Und die Leute kommen dorthin und das ist unter anderem dein Job. Und dann darf es dann natürlich auch das Cover, der Titel, die Buchbeschreibung, alles entsprechend sein, damit die Leute, wenn sie dort sind, auch auf Kaufen klicken. Ja? Und wenn sie das machen, dann kommt so eine positive Maschinerie ins Rennen. Und ich meine, die Frage, ob Self-Publishing oder ein Verlag,
das ist eine sehr individuelle, ganz ehrlich. Für mich, ja, also ich war ja so froh, dass ich endlich selbstständig war und machen konnte, was ich wollte, dass ich es als Privileg empfunden habe, selbst zu bestimmen, was mit meinem Buch passiert. Und für andere Leute, das weiß ich und ich finde es legitim, ja. Für die ist der Moment des Unterzeichnen des Vertrags mit dem Verlag eigentlich der Höhepunkt. Also die brauchen keinen Bestseller, die brauchen einen Verlagsvertrag. Und wenn es so ist, und das ist die Motivation, go for it. Und zum Glück, heute ist die Welt ja so, dass die Türen sind ja offen. Also du kannst, ich kenne so viele Beispiele von Leuten, die mit dem Selbstverlag begonnen haben, erfolgreich waren und dann kommt der Anruf und die Anfrage vom Verlag, die sagen, hey, und sehen, du machst das gut. Na, die sind ja auch, was die Verlage, wonach suchen die? Die suchen nach guten Marketern. Die suchen nicht nach Leuten, die gut schreiben können. Da gibt es ganz viele. Die suchen nach Leuten, die sich reinhauen und Werbung für ihr Buch machen, weil der Verlag ja auch darauf angewiesen ist, dass die Autorin sich reinhaut, weil das Buch und die Person sind so stark verknüpft. Ja. Das ist die Leute nehmen dich da so ganz stark als Mensch auch wahr in dem, was du tust. Ja, das ist auch der Grund, warum viele Verlage ja auch gezielt Blogger ansprechen, die halt schon erfolgreiche Blogs haben und viele Leser haben. Ne? Also die sind natürlich, also es ist halt eben immer so, es ist immer schlecht, wenn man hofft, dass andere Leute einen vermarkten und man selber tut nichts. Wenn man sich aber selber vermarktet, dann kann es sein, dass auf einmal Leute auf einen zukommen und einen auch vermarkten wollen. Also das ist halt genau die Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Genau. Na, das ist... Ich denke mal, wenn bei dir ist jetzt auch, Mara, jetzt, du bist im Mai, ne, kam das erste Buch raus, ne? Und der eine Punkt, der ja auch, wenn wir vorher schon über den Sales Funnel gesprochen haben und die Rolle, die das Buch spielen kann, also eine große Herausforderung ist ja, dass die Kontaktdaten von den Leuten, wenn sie jetzt auf Amazon oder auf iTunes dein Buch kaufen, die sind ja nicht bei dir, sondern bei Apple oder Amazon, ne? Das heißt, ein wichtiger Teil von dem, auch schon von dem Aufbau von einem Buch, ist ja so Schnittstellen einzubauen, wo du den Leuten einen Anreiz gibst, ne? Anreiz gibst, mit dir in Kontakt zu treten. Ne? Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den viele auch nicht wahrnehmen oder nur so auf die Art lösen, dass er am Schluss hinten bei der Verabschiedung ein kurzer Satz steht und ja, super, dass du gelesen hast und was Lust hast, dann trag dich ein und ich schicke dir ein Newsletter. Das ist so die Erfahrung, wenn du da von 1000 dann eine Anmeldung hast, ist das eh schon gut gelaufen. Ja? Du musst schon ein bisschen was tun, da, damit die Leute Lust kriegen, noch mehr von dir sich zu holen. Genau, und das haben wir ja bei Unwiderstehlich Leben, finde ich, jetzt auch sehr gut gemacht. Also bei meinem Buch, also wo eben einfach eine ganz, ganz große Liste von Goodies es gratis gibt, wenn man sich eben einträgt. Ne? Und ich ja auch nicht einmal nur im Text darauf hingewiesen habe, sondern wirklich öfters. Und das Ganze funktioniert eben auch. Also das ist ja jetzt auch der nächste Schritt, den wir jetzt gehen werden mit dem Buch, ist, dass wir das Buch in Zukunft eben nicht mehr nur exklusiv über Amazon verkaufen werden, sondern wir werden das Buch eben in Zukunft auch selber verkaufen über Digistore und das wirklich testen, was du gesagt hast, eben wirklich über Facebook-Werbung Anzeigen zu schalten. Und ich glaube, dass sich das sehr, sehr gut verkaufen wird, weil das eben einfach so ein Niedrigpreisprodukt ist, also dass dieses E-Book, dass das sehr, sehr gut funktionieren wird. Also da braucht man ja auch für ein Buch, braucht man kein Webinar oder irgendwas, da gibt es dann einfach eine Landingpage, vielleicht mit einem Video und dann können das die Leute sofort kaufen. Also genau. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Ja, das ist das Schöne, weil du halt wenn du jetzt entweder das Buch wirklich im Self-Publishing machst, ja, oder mit einem von den modernen digitalen Verlagen zusammenarbeitest, dann bist du total flexibel, ne? Und dann kannst du wirklich nach diesem Motto, du testest was, und es funktioniert, dann machst du es weiter. Wenn es nicht funktioniert, dann machst du was anderes. Du kannst es voll das ganze Marketing-Klavier spielen und für dein Produkt anwenden. Ne? Also ich glaube, was ich hier sozusagen gerne nochmal zusammenfassen würde, war von dem, was wir gesagt haben, ist, also es ist definitiv, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum es cool ist, eben so ein Buch zu haben. Also ich muss auch sagen, ein Ding zum Beispiel, was mir mein Buch noch gebracht hat, das weißt du gar nicht, also hier in Los Angeles ist es extrem schwer, bei Airbnb Wohnungen zu bekommen. Und also du musst dich hier wirklich bewerben, also das ist nur hier in New York so, sonst habe ich das noch nirgendwo erlebt. Also es ist trotzdem auch teuer, also es ist nicht so, dass es billig ist, also es ist teuer, aber du kriegst es trotzdem nicht und die Leute schreiben dir nicht mal zurück. Und ich habe eine Wohnung bekommen, also jetzt sind wir umgezogen, aber die Wohnung, wo wir vorher waren, die ist außer am Beach, also es gibt zwei Bereiche hier in Los Angeles, die sind sehr beliebt. Das eine ist am Beach
und das zweite ist in Hollywood, also in Hollywood Hills. Und wir sind direkt unter dem Hollywood-Sign gewesen und haben die Wohnung auch noch zu einem Spitzenpreis bekommen. Also alle, die mir das, denen ich erzählt habe, wie viel ich gezahlt habe, haben gesagt, dass es verrückt ist. Und weißt du, warum ich die Wohnung bekommen habe? Weil ich dem geschrieben habe, ich bin Autorin. Und das fand er so toll, dass er mir zurückgeschrieben hat, wirklich und toll. Und er schreibt auch gerade an seinem Buch und er möchte unbedingt das mir vermieten, obwohl er irgendwie 10 Anfragen hatte oder so etwas. Das heißt also, es ist wirklich, es ist sozusagen cool, Autorin zu sein. Also das ist, macht einfach ganz viel Sinn. Und ich glaube, die ganz wichtigen Aspekte, also zwei Dinge, die möchte ich einfach nochmal zusammenfassen aus dem, was wir gesagt haben. Es reicht eben einfach nicht aus, das Buch zu schreiben. Das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Weil das ist nämlich das, was alle glauben. Also ich schreibe das Buch, dann gebe ich es ab und das war's. Sondern das ist wirklich nur der allererste Schritt. Und das zweite ist, du solltest ein Buch eben wirklich nicht so aus dem Nichts heraus schreiben, sondern das Buch sollte wirklich komplett in deine gesamte Marketingstrategie eingebunden sein. Also sprich, das Ziel des Buches sollte sein, viele Menschen zu erreichen, die dein Buch dann lesen, die sich dann in weiterer Folge, so wie es der Tom gesagt hat, in deine E-Mail-Liste eintragen und die dann Kunden werden für andere Produkte. Und hier in den USA, da nennt man das eine Tripwire-Strategie. Und das bedeutet eben einfach, dass jemand, der schon ein günstiges Produkt von dir gekauft hat, der zum Beispiel schon ein 9-Euro-Produkt gekauft hat, ist viel höher die Wahrscheinlichkeit, dass der nachher ein Produkt kauft, was ein paar hundert Euro kostet, als jemand, der noch nie was von dir gekauft hat. Tripwire heißt Stolperdraht und darum nennt man das eben so. Also man gibt ein ganz günstiges Produkt her, das ganz viel Wert stiftet und macht damit sozusagen neugierig auf mehr. Das heißt, sozusagen so das Buch zu sehen, und das ist irgendwie, kommt mir vor, bei uns im deutschsprachigen Raum überhaupt noch nicht angekommen, diese Denkweise. Und du hast es ganz interessant gesagt, finde ich mal. Du hast gesagt, überall wollen die Leute das Hamsterrad verlassen, jeder will Unternehmer sein, jeder will sein eigenes Ding machen, nur nicht beim Buch. Da wollen alle im Prinzip einen Verlag haben, wo man ja eigentlich, man ist zwar nicht angestellt, aber im Prinzip ist man sowas wie ein Freelancer. Ne? Also man ist ein Autor, der für einen Verlag schreibt und man kriegt ja auch richtig wenig nur für das Buch. Also da kriegst du ja nicht viel bezahlt. Also wenn du für so ein, also die, ich meine, außer vielleicht, du bist jetzt ein ganz bekannter Autor. Aber ich würde sagen, für die breite Masse kommt nicht viel rum, oder? Die Prozente sind auch beim Stephen King nicht umwerfend. Ja, das ist halt dann die Masse, die es macht. Ja, die verdienen dann schon genug. Ja. Aber das ist... Ich glaube, den Stephen King müssen wir jetzt keine Sorgen machen, aber... Nee, brauchen wir keine Sammlung machen. Ja. Aber das, wovon wir sprechen, das ist ja mehr, was wirklich für jeden möglich ist. Genau. Du sag mal, eine Frage noch. Wenn wir jetzt wirklich sagen, sozusagen, ja, das kann im Prinzip jeder machen. Ich meine, ein Argument, was dann halt ganz oft kommt, ist, dass es heißt, naja, aber die Mara, die hat ja so eine große E-Mail-Liste. Also wie gehe ich das jetzt sozusagen an, wenn ich eben keine große E-Mail-Liste habe? Ich finde das immer lustig, weil das sagen mir die Leute nämlich oft, ne, wenn wir auf dein Buch zu sprechen kommen. Und meine Antwort ist immer, die Mara arbeitet sehr viel. Ja? Die Mara ist committed. Ja? Die tut ihren... Die macht ihr Business den ganzen Tag. Das ist der Unterschied. Die Liste, ob du jetzt 100 oder 500 oder 1000 oder 10.000 hast, ja, das macht für mich nicht den entscheidenden Unterschied. Der Unterschied ist der, es gibt Leute, die treffen eine Entscheidung, committen sich und bleiben dann dran. Ja, auch wenn, weißt du, der Prozess, manchmal geht es vielleicht ganz schnell und du bist in 3 Monaten dort, aber Mara und ich, wir haben da beide viel Zeit und Energie reingetan, bis das Produkt fertig war, ja. Und das ist für mich der Unterschied, weil ich sage mal, ein aktives Netzwerk, ja, das brauchst du in meiner Welt schon, wenn du gut verkaufen willst. Aber ob das jetzt eine E-Mail-Liste ist, ob das Facebook-Kontakte sind, ob das Xing-Kontakte sind, ob das Menschen sind, die du im Offline-Leben kennst, ja, das ist egal. Du brauchst Leute, mit denen du in einem Austausch stehst, denen du, und der Anfang für solche Beziehungen, also das ist für mich ein ganz wesentlicher Anteil vom Buchmarketing, ist mir, wenn ich so jemanden sehe, dann meine Frage ist dann, was kann ich für diesen Menschen tun, ja, damit ich mit ihm in Kontakt komme. Das geht so ein bisschen in Richtung Influencer-Marketing. Ja? Also wenn du natürlich Leute findest, ja, die einen Einfluss haben bei deiner Zielgruppe und oder bei deinem Thema, und du schaffst es, mit diesen Menschen Beziehungen aufzubauen, wo beide was davon haben, dann ist das eine coole Sache. Ja? Und dann geht alles. Nur dieses Commitment, dieses Dranbleiben, das kann dir niemand abnehmen. Ja? Das ist dein Job. Also meine Erfahrung ist wirklich, dass es beim Buch im Endeffekt so ist wie bei jedem Produkt. Und das ist auch das, was ich von vielen erfolgreichen Unternehmern gehört habe. Also es gibt so eine Art Tipping Point, nennen sie es hier in den USA, also so eine Art Wendepunkt. Und das ist meistens bei ungefähr 100 verkauften Stück.
Also du musst sozusagen die ersten 100 Stück, die musst du verkaufen und da musst du anschieben und dann gewinnt das Ganze eine gewisse Eigendynamik. Also dann wirst du weiterempfohlen, dann kommen auf einmal Leute auf dich zu, wollen dich promoten. Also es ist wirklich, jeder Produktlaunch, das kannst du dir vorstellen, wie wenn du bei deinem Auto, wenn der Motor abgestorben ist und du musst das Auto händisch anschieben, damit der Motor anspringt. Das heißt, du musst sozusagen einmal diese Energie investieren, aber wenn es dann angesprungen ist, dann läuft es weiter. Ich meine, außer du bremst dann und bleibst wieder stehen. Das ist natürlich nicht schlau. Also das wäre im Prinzip das, was du gesagt hast, wenn du halt einfach nicht dranbleibst an deinem Business. Aber es wird dann einfach leichter. Und 100 Kontakte, ja, wie gesagt, selbst wenn du keine Liste hast, dann nimmst du das Telefon. Ich gebe zu, es ist mit der Liste ist ja ein bisschen komfortabler, weil du schreibst dann halt 3 E-Mails. Wenn du die nicht hast, dann musst du halt ein Telefonhörer in die Hand nehmen, musst zum Beispiel 100 Leute anrufen. Aber das ist auch machbar, ne? Also 100 Leute kann man in 1-2 Tagen anrufen. Ja. Also das ist kein großes Problem. Also zu sagen, hey, ich habe da ein Buch, das ist total interessant, kauf das. Das schafft man, das ist auch kein großes Problem. Ich glaube, der wichtigste Tipp, ja, den ich bis jetzt in meinem Leben Autoren gegeben habe, ist immer, fang früh an damit. Also du brauchst nicht zu warten, über dein Buch zu sprechen, bis es fertig ist. Ja? Also sobald du die Entscheidung getroffen hast, das Buch kommt dran, ja, ich mache es jetzt, dann ist der Moment, das zu erzählen den anderen Leuten. Ja? Weil du darfst ja dann, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, weil wenn du jetzt ein Blog, du brauchst ja irgendein Fenster zur Außenwelt, brauchst du in meiner Welt, um das wirklich mit Erfolg zu machen. Ein Blog bietet sich halt an, ja, wenn ein Podcast ist auch noch hilfreich dazu und YouTube-Video, warum nicht? Du kannst deinen Blog auch nutzen, schon im Vorfeld ein bisschen mal die Themen anzutesten. Das hat Mara, du hast es ja auch bei dir hervorragend gelöst, ja, dass du mal schon, bevor das Buch noch kommt, mal über bestimmte Themen, die du behandeln willst, schreibst, mal schaust, wo kommen die Kommentare, was wird besonders gern geliked und geshared und dann kannst du direkt das Feedback schon mit einbauen und zugleich auch dir so ein bisschen diesen Gedanken, ich baue mir ein Launch-Team auf, ja, das ist, ich baue mir für meinen Produkt-Launch und ich habe gesehen im Chat, dass jemand fragt, ob das bei Romanen so ähnlich geht. Das zum Beispiel hundertprozentig, ja, also ich glaube, ich bin jetzt nicht der Experte für einen Roman zum Bestseller zu machen, ja, weil ich lese bestenfalls Romane, ich schreibe sie nicht und ich weiß, dass da manche Gesetze ein bisschen anders gehen, nur ich glaube, dass die Zeit schon reif ist, auch für Romanautoren und Romanautorinnen ein bisschen sich da bei dem Ratgeberbereich und den Taktiken, die wir da entwickelt haben und den Strategien umzuschauen, weil dort mittlerweile althergebrachte System, ich mache eine 99-Cent-Aktion und bezahlt über XDME, mache ein Gewinnspiel dazu. Das machen mittlerweile halt die Dinge, die noch, der Markt ist so dynamisch, das ist ja das bisschen das Tückische und auch das, wo die große Chance liegt. Der Buchmarkt ist so dynamisch, dass Dinge, die noch vor einem Jahr ich gesagt habe, hey, mach das funktioniert super, jetzt überhaupt nicht mehr funktionieren. Und wenn ich dann 2 Jahre zurückgehe, früher haben wir die Bücher verschenkt am Anfang. Ja, also das musst du mal vorstellen, Amazon hat noch vor 5-6 Jahren war das, ein verschenktes Buch im Ranking so gezählt wie ein verkauftes Buch. Na, Logo, wenn dann jemand 1.000 Bücher am Tag verschenkt hat oder gar 10.000 und das ist machbar über Amazon, dann warst du oben in den Top 100, ganz schnell. Ja. Aber die sind halt, die schlafen nicht. Die Amazon passt seinen Algorithmen mindestens so oft an wie Google, ja. Ja, also ich meine, ich denke mal, wie gesagt, also bei den Romanen kann ich auch nichts aus eigener Erfahrung sagen, aber ich habe mir das gerade so durch den Kopf gehen lassen, warum sollte man nicht bei einem Roman auch irgendwo eine E-Mail-Liste draus aufbauen? Dass man zum Beispiel sagt, da gibt es noch Hintergrundinfos zu den Hauptcharakteren oder was auch immer, also oder vielleicht noch ein alternatives Ende oder keine Ahnung, halt irgendwas, was neugierig macht und das gibt man dann her, wenn derjenige halt seine E-Mail-Adresse hergibt. Also ist aus meiner Sicht ganz genauso möglich. Also ich bin da auch deiner Meinung. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich halt einfach noch mit mehr Glaubenssätzen aufräumen, weil es halt einfach noch nicht so viele Leute gibt, die das tun. Das heißt, dementsprechend, wenn man der Erste ist, dann hat man es immer ein bisschen schwieriger, ne? Wenn man es noch nie oder vielleicht auch nicht, vielleicht hat man es dann auch gerade leichter, weil man First Mover Advantage hat. Man hat es vielleicht schwieriger, die Glaubenssätze zu überwinden, wenn man es als Erster geht, den Weg. Du Glaubenssätze überwinden, glaube ich, mal ist ein super Stichwort, weil da gibt es gerade im Buchbereich ganz viel, die wartet. Und mir ist ja die Arbeit mit Mindset ganz wichtig. Was ich nur noch abschließend zu den Romanautorinnen sagen wollte. Also was die erfolgreichen Romanautorinnen mit dir oder mir zum Beispiel gemeinsam haben, ist, die haben einen Blog, total ausgeklügelten Marketingplan. Die haben ein Team, was sie unterstützt. Ja. Die arbeiten
die sind in ihrem Projekt meistens 10 bis 12 Stunden am Tag damit beschäftigt, ja. Und die geben alles, die leben das halt, ja. Und das sind, also ich kenne ein paar, die da wirklich in den Top 10 unterwegs sind, ob es jetzt die Hanni Münzer ist oder wie sie alle heißen. Das sind alles, so unähnlich sind die nicht von anderen Online-Unternehmerinnen, ja. Sie schauen vielleicht anders aus und haben einen anderen Background, ja, aber von dem, was sie tun, das sind alles Marketing-Profis, sonst wären sie nicht dort, wo sie sind, ja. Also ich behaupte, und da bin ich ganz hundertprozentig der Meinung, man kann im Leben alles vermarkten, alles ist vermarktbar und es ist wirklich eine Einstellungssache. Und man muss auch alles vermarkten, weil wenn es wirklich was gäbe, was nicht vermarktbar wäre, dann ist das kein gutes Business, dort zu sein, weil dann wird man damit nichts verdienen. Ne? Weil ohne Marketing gibt es keine Verkäufe, ohne Verkäufe gibt es kein Geld, ohne Geld gibt es kein Business. Ne? So einfach ist das im Endeffekt. Genau. Ja, sag mal, Tom, jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viel erzählt. Ja, jetzt erzähl doch mal. Was ist denn das Angebot, das du jetzt machen kannst? Also du hast ja ein ganz, ganz großes Wissen, was das alles betrifft. Also ich selber bin ganz, ganz viel zum Beispiel auch gefragt worden, ja, wie hat das der Tom gemacht bei dir, zum Beispiel die Auswahl der richtigen Kategorien, dass du es da geschafft hast sozusagen, dass das Buch ein Bestseller wurde, wie war dein Marketingplan, wie bist du das angegangen und so weiter. Das, weißt du, das alles, was du da jetzt angesprochen hast, das macht ja total viel Sinn, einen Marketingplan zu haben, das Ganze eingebettet zu sehen in die Gesamtstrategie, sich zu überlegen, wie mache ich das genau bei Amazon, auch zum Beispiel eine Preisstrategie zu haben, also wirklich zu sagen, okay, mit welchem Preis fange ich an, wie mache ich dann weiter. Es haben mich viele Leute gefragt, da kennst du dich ja sehr gut aus, also da hast du mich ja mit dem allen unterstützt. Also ich muss sagen, das Schöne war für mich, ich habe ja nur das Buch geschrieben und habe dann sozusagen das Ganze natürlich auch promotet und meine E-Mail-Liste ausgeschickt, aber ich hatte zum Glück nichts am Hut sozusagen mit diesen ganzen Details, also im Sinne von, wie macht man das jetzt genau bei Amazon und diese ganzen Sachen. Was ist da das, was du anbieten kannst für, weil das ist ja das Thema heute, Mission Bestseller, wie kannst du unterstützen? Genau. Jemanden oder jede, die sagt, ich will jetzt auch einen Bestseller haben. Ja, also jede, das ist eben der Anfang der Geschichte. Also ich mache es ja jetzt schon seit 3 Jahren und arbeite im 1:1 mit Autoren und Autorinnen zusammen und unterstütze und habe halt da meine Erfahrungen gesammelt. Und weil ich sehr strukturiert doch herangehe an die Sache, habe ich auch ein System, wenn du so willst, entwickelt, ja, einen Faden entlang, von dem ich dann den Leuten helfen kann, das individuell anzupassen und für sich auszunutzen. Das Ganze läuft zum Glück für mich so gut, ja, dass ich im 1:1 wirklich ausgelastet bin. Und um noch mehr Menschen dann die Möglichkeit zu geben, auch davon zu profitieren, ist der nächste Schritt für mich halt, dass ich jetzt anfange, auch mal ein Gruppenprogramm zu machen. Und weil das halt für mich so ein bisschen mehrere Sachen miteinander vermischt, weil ich habe schon anklingen lassen, so ein Launch-Team, also eine gegenseitige Unterstützung kann sehr hilfreich sein, wenn du da in einer Community die Gelegenheit bekommst, ein paar Wochen begleitet an deinem Buchmarketing zu arbeiten. Und zwar eigentlich jetzt gar nicht, wo das Wichtige für mich ist, dass das Commitment zum Erfolg da ist. Das ist jetzt nicht nur die Frage, ist das Buch schon fertig oder bin ich gerade am Schreiben, ja? Sondern wenn die Bereitschaft von dir wirklich da ist, dass du sagst, ja, ich will einfach jetzt nicht nur mein Buch rausbringen, sondern wirklich mein Business aufs nächste Level heben mit dem Buch, ne, dann glaube ich, dass ich da mit einem Gruppenprogramm dich da ganz gut auf dem Weg hin begleiten kann. Ja, also ich denke auch, also ich muss sagen, ich mache inzwischen so gut wie gar kein 1:1 mehr Coaching. Ich meine, einerseits deshalb, weil die meisten Leute sofort von den Preisen abgeschreckt sind, was aber natürlich auch absichtlich ist von mir. Aber andererseits auch wirklich deshalb, weil ich inzwischen auch finde, dass die allermeisten Menschen in so Gruppenprogrammen mindestens so viel Wert bekommen wie im 1:1, wenn nicht sogar mehr. Weil eben die Motivation mit der Gruppe da ist, weil der Austausch ist und so weiter. Also ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von so Gruppenprogrammen. Ja, und dein nächstes Programm startet schon bald. Wie heißt das Programm? Heißt das auch Mission Bestseller? Das Programm heißt Mission Bestseller, klar, weil ich denke mal, es ist eine Mission und ich glaube, ohne. Und das ohne ist das klare Ziel, oder? Ein Bestseller zu schreiben. Genau. Also das, und ich weiß halt aus meiner Erfahrung, ja, dass, also die Verantwortung am Umsetzen von den Informationen auch, wir haben ja jetzt über den Sommer da, wo es ums Buch schreiben geht, über deinen Blog ganz viel Infos und Input geliefert da den Menschen. Was du da machst mit dem, das ist natürlich immer, die Verantwortung kann dir niemand abnehmen. Aber ich kann dir die Gelegenheit bieten,
in konzentrierter Form wirklich Schritt für Schritt dir selber einen Marketingplan für dein Buch zu erarbeiten und gleichzeitig auch umzusetzen. Ne? Ich glaube, dass das eine coole Sache wird. Ja. Weißt du, ich bin ja immer so ein Freund davon und so lege ich ja auch alle Programme an, die ich verkaufe, auch immer gerne darzustellen, was ist eigentlich der Wert und wie schnell rentiert sich das eigentlich schon. Vielleicht erzähl doch mal ein paar Zahlen. Was haben wir jetzt eigentlich wirklich mit meinem Buch seit Mai? Gibt es das Buch? Ne? Wir haben, das war ziemlich Ende Mai, haben wir gelauncht. Also eigentlich den Mai kann man gar nicht dazu zählen, oder? Von den Monaten. Also eigentlich war es Juni, Juli, August. Also eigentlich gibt es das Buch jetzt seit guten 3 Monaten. Genau, ja. Wie viele Stück haben wir da verkauft und was haben wir verdient? Ja, wir sind jetzt grob, ja, wir nähern uns jetzt der 1000 Stückzahl bei den Verkäufen. Das macht einen Umsatz von den Tantiemen, die überbleiben, ungefähr von 3.200 Euro. Ja. Ja, also ich muss sagen, das ist ja schön. Also das ist ja, ist sehr erfreulich. Das heißt, wir haben jetzt schon alle Kosten sozusagen herinnen, die wir mit Buchcover und so weiter, Facebook-Werbung, habe ich ein bisschen was geschaltet, das ist alles sozusagen schon wieder drinnen. Bleibt doch noch schön was übrig. Ja, also das ist so, ich sage mal, das ist gut gelaufen, ja. Also das ist schon, sag mal, das sind zwei Menschen zusammengekommen, die beide nicht nur wollten, sondern auch getan haben und das Ergebnis ist dementsprechend gut geworden. Ja? Und ich sage mal, ich will jetzt niemandem versprechen, dass du in 3 Monaten 1000 Bücher verkaufst, ja? Aber 1000 Bücher zu verkaufen ist für mich ein durchaus realistisches Ziel, wenn du schon in dem Bereich arbeitest, wo du schreibst und wenn du dein Buch annimmst, ja, und dran bleibst und das ist halt auch ein bisschen auch der Gedanke, den ich den Leuten schenken will in dem Programm, was ich da mache, weil ich glaube, mir geht es immer darum, das Buch wirklich organisch einzubinden, ja, also das ein Effekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja, du wirst ja auch besser in dem, was du machst, in dem du schreibst und das nochmal in deine eigenen Worte fasst und an die Leute weggibst, ja, also das ist. Und das heißt, es hilft dir auch, in deinem Business dich zu fokussieren und da den nächsten Schritt weiterzumachen. Du wirst doch besser, wenn du ein Buch schreibst. Ja? Und dieses ganze Gebäude da langsam, ich bin ja so ich bin ja unfreiwillig zum Online-Marketer geworden. Ich habe mir das nicht vorgenommen. Online-Marketer Ich auch, ich wollte nie Online-Marketer sein. Ich wollte meine Coachings wollte ich nur verkaufen. Das war das Einzige. Ja, genau. Bei mir waren es echt die Bücher, also wo Amazon da begonnen hat, Amazon zahlt immer 2 Monate nach dem Verkauf aus, ne? Ist jetzt der beste Zahler, den ich habe, also das kommt, manchmal ist es am 29., manchmal ist es am 30., aber es kommt, ne? Und diese, so ein Produkt, ne? Also wenn du so aus der Dienstleistung kommst, ja, ist einfach geil, also das Buch kann der Einstieg sein, weil das haben wir jetzt gar nicht besprochen und das ist auch nicht wirklich mein Metier, nur wenn du die Inhalte mal zusammen hast für ein Buch, ja, sehr weit ist es dann zum ersten Online-Kurs auch nicht. Ja. Definitiv. Und ich glaube, dass es ein guter Einsatz ist. Ja, im Gegenteil, ich glaube sogar, dass das ein ganz, ganz guter Schritt ist für viele, der total viel Sinn macht vor dem ersten Online-Kurs. Also ich kenne auch viele, die haben das genauso gemacht. Also wobei lustigerweise, die haben alles aufgeschrieben für den Online-Kurs und haben aber kein Buch draus gemacht, was eigentlich auch lustig ist. Weil im Prinzip die wenigsten setzen sich ja wirklich von ich meine, das mache ich so, ja, aber ich bin ein bisschen verrückt. Die wenigsten setzen sich ja wirklich nicht vor dem Bildschirm hin und quatschen irgendwas ohne Plan, sondern die meisten schreiben sich ja vorher auf und überlegen sich, was sie sagen. Ne? Und so wie du sagst, also im Endeffekt brauche ich dann eigentlich nur mehr mein Buch vorlesen und schon habe ich einen Online-Kurs kreiert. Also genau das Gleiche habe ich auch gemacht. Also ich habe dann ja auch aus dem Buch dann ein Audiobuch gemacht und habe dann einfach noch weitere Videos und Ressourcen dazu gegeben und das ist jetzt auch ein Online-Kurs geworden. Also das ist, wie du sagst, das ist überhaupt kein großes Thema. Und das Marketing, sowieso wie ich es begreife und wie ich es auch herangehe und das vermittle, ist halt nicht nur Promotion. Ja? Promotion ist ein Teil davon, die Werbung und das Rausgehen damit. Das ist die Preisgestaltung ist ein ganz wichtiger Bestandteil, auch das Placement, ja, wirklich herauszufinden und dir anzuschauen, was sind für dich die idealen Veröffentlichungswege, ja, weil klar, für die meisten wird der erste Weg über Amazon führen, aber ist es für dich auch so, das darfst du schon. Es geht ein bisschen darum, du darfst Informationen kriegen und ich weiß schon, die Informationen sind alle draußen. Ich habe sie mir auch geholt. Ich mache das halt jetzt seit mehr als 3,5 Jahren. Ja.
Was ich dir anbieten kann, ist halt eine komprimierte Fassung, die auch am aktuellen Stand ist. Ja? Und das ist so ein Kurs ist immer eine Abkürzung für dich, wenn du sie annehmen willst. Ja? Genau so ist es. Ja, jetzt haben wir ja schon viel erzählt. Also jetzt erzähl mal, Mission Bestseller startet wann? Der Start ist am 14. September, also in 2 Wochen. Und für wen ist der Kurs gedacht? Also muss ich schon ein Buch geschrieben haben? Macht das Sinn, wenn ich noch kein Buch habe? Kann ich schon ein Buch haben? Wer ist sozusagen richtig in diesem Kurs oder wer ist auch nicht richtig? Na, also ich richte mich mit der Arbeit, die ich mache, schon an Unternehmerinnen, die einen Ratgeber oder ein Sachbuch schreiben oder vielleicht auch eine persönliche Erfolgsgeschichte. Ja. Ich glaube, für Romanautoren, die werden sicher was mitnehmen können, aber zugeschnitten ist es auch auf diese Gruppe. Ja. Und ich glaube, dass das System, was ich da anzubieten habe und die Reise, das ist die Qualifikation ist schon, dass du ein Business hast oder haben willst, ja, und dass du eine Ahnung von dem hast, was du schreibst. Also diese Kompetenz in deinem Fachgebiet, die finde ich, ist die Grundvoraussetzung. Und wenn du jetzt schon ein Buch geschrieben hast, ne, dann kannst du das nutzen, um dein eigenes Buch noch weiter nach vorne zu bringen. Wenn du dabei bist, gerade, was ich mir denke, dass für viele ein Thema sein wird, dass sie schon begonnen haben, ja, vielleicht fast fertig sind oder am Weg dorthin sind, dann ist es gut, weil dann kannst du viele Sachen schon einbauen, während du schreibst. Das ist natürlich von der Arbeitsersparnis das Beste. Es werden, glaube ich, auch Leute, die erstmal wissen wollen, ob sich ein Buch überhaupt für sie lohnt, auf ihre Kosten kommen, aber für die mache ich es jetzt nicht im Speziellen. Ich richte mich schon an Leute, die über die Redephase hinausgekommen sind. Ja, ich will Leute, die schon im Handeln sind und da eine professionelle Unterstützung auf den Weg haben wollen. Ne? Und weil das erste Mal ist ein Pilotprogramm. Das heißt, ich bin dort, das ist nicht so ein Kurs, wo du nur die Videos und die Arbeitsblätter kriegst, sondern es gibt einmal die Woche ein Live-Webinar mit mir, wo du interaktiv dabei sein kannst und über den Chat dann auch Fragen stellen, um das Wochenmotto immer so ein bisschen einzuleiten und um auch zu schauen. Ich finde ja, für mich ist immer ganz wesentlich mitzukriegen, was ist der Ist-Zustand, so eine Bestandsaufnahme zu machen, auch am Anfang nochmal in die Ziele klar reinzugehen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Wir haben sie angerissen, warum machen Leute ein Buch? Ja? Und du darfst dich halt entscheiden, was deine Priorität ist letztlich. Willst du damit in erster Linie Geld verdienen? Willst du Kontakte sammeln? Geht es dir um die Reputation, um dein Branding? Und das ist keine Entweder-Oder-Frage, sondern nur, in welcher Gewichtung hast du es gereiht? Und dementsprechend kannst du dann deine weitere Strategie und Taktik ausrichten. Gut, das heißt also, der Kurs, wie gesagt, startet sehr bald, in 2 Wochen. Es geht eben wirklich darum, ja, vor allen Dingen im Prinzip interessant, wenn du eben Ratgeber schreiben möchtest und so weiter, wenn du im Prinzip etwas Ähnliches machen möchtest wie ich, also wenn du auch ein Buch schreiben willst, das du auch nutzen kannst, um später andere Produkte in weiterer Folge zu verkaufen, also um eben so einen Sales Funnel zu eröffnen. Ja, und was natürlich auch noch eine ganz, ganz tolle Sache ist, was man wirklich sagen muss hier bei dem Buch, und dann gibt es auch gleich die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Ich habe nämlich gesehen, es gibt eine Frage im Chat nach Marketingplan, genau, also der weitere große Vorteil ist ja, dass es ein sehr günstiger Preis ist, also im Vergleich zum 1:1-Coaching. Was kostet denn normalerweise das Coaching bei dir und wie viel kostet der Kurs? Ja, der Einstiegspreis fürs Coaching liegt jetzt bei 1500 Euro und der Kurs, so wie er konzipiert ist, ist für 490 ausgelegt, weil es das Pilotprogramm ist, das erste Mal kostet 290 Euro, exklusive Mehrwertsteuer. Das ist ein ganz, ganz tolles Angebot, also 290 Euro, also wie schon gesehen, ja, ein paar verkaufte Bücher und das Ganze hat sich schon amortisiert, also ich meine, man sieht es bei uns eben, wie gesagt, wir in der kurzen Zeit schon 1000 Bücher verkauft und da möchte ich auch nochmal sagen, da ist das Geld überhaupt nicht dabei noch, was sonst alles noch rumkam von Leuten, die da noch Kurse gekauft haben, die da noch Coachings gekauft haben, das kann ich halt momentan schwer messen, da arbeite ich gerade dran, dass das in Zukunft messbar wird, dass ich das wirklich auch ganz genau weiß, welche Rentabilität das hat, aber wie gesagt, alleine das Buch hat sich schon selber finanziert, das heißt, das ist definitiv etwas. Also dieses Produkt ist wirklich für jeden von euch da draußen, der bis jetzt so ein bisschen Marketingmuffel war
also der irgendwo gesagt hat, ich möchte ein Buch schreiben, aber das mit dem Vermarkten, das hat mir einfach nicht so leicht gefallen. Das fällt mir immer noch schwer. Ich weiß nicht genau, wie ich mich da vermarkten soll. Ich möchte gerne Unterstützung haben. Und dafür ist ein super Angebot. Mhm. Ja, und wo kann man es denn jetzt kaufen? Ich tue mal den Link in den Chat posten. Da geht es direkt hin. Und der Ablauf ist dann so, dass am Montagabend jeweils ein Live-Webinar gibt, wo die Woche eingeleitet wird, wo auch die Videos freigeschaltet werden, die Arbeitsblätter. Es wird eine geheime Facebook-Gruppe dazugeben für die Teilnehmerinnen, die hauptsächlich den Zweck hat, die Vernetzung untereinander und die gegenseitige Unterstützung zu fördern. Ja. So eine kleine Buch-Mastermind-Gruppe sich da auf den Weg zu schaffen. Ja. Okay. Ja, wie schaut es denn aus? Gibt es mal irgendwelche Fragen so jetzt von eurer Seite? Also vielleicht auch Fragen, die ihr vorher gestellt habt. Wenn ich irgendeine Frage übersehen habe im Chat, dann bitte die jetzt nochmal stellen. Das kann eben einfach immer passieren, wenn man das Webinar leitet, weil ich glaube, es hat jemand geschrieben, irgendwie vom Marketingplan, dass wir da eine Frage übersehen haben. Und ich muss auch sagen, ich finde es einfach auch sozusagen sehr schön, wirklich jetzt auch zu sehen, okay, dass es da ein konkretes Angebot gibt. Und weil es gibt immer wieder so ein bisschen Überraschung, kommt mir vor manchmal, wenn es dann heißt, es wird was verkauft. Ja, natürlich wird etwas verkauft, selbstverständlich. Mhm. Und das ist ja gut so, dass etwas verkauft wird. Weil wenn der Tom und ich nichts verkaufen würden, dann wären wir auch gar nicht im Business, logischerweise. Und dann könnten wir auch gar keine kostenlosen Inhalte hergeben. Genau. Ich hatte gerade eine, aber ich habe sie vergessen. Okay, die Katharina sagt, hallo ihr Lieben, ich bin technisch sehr unbegabt, was mich in der ganzen Sache hemmt. Habt ihr einen Tipp für mich? Naja, also ich habe zwei Tipps für dich. Auf der einen Seite jetzt, was das Mindset betrifft, gibt es wirklich eine nette kleine Übung, die du, wenn du willst, auch jetzt gleich mitmachen kannst. Und die ist, wenn du bis jetzt sozusagen immer wieder, du wolltest ein Buch machen und hast immer über diese technischen Hindernisse nachgedacht, die da zwischen dir und dem Buch stehen. Und wo ich dich jetzt einlade, ist, dir einfach mal kurz nur vorzustellen, ja, diese technischen Hindernisse wären schon hinter dir und die hätten sich irgendwie durch eine glückliche Fügung oder äußere Intervention von mir aus gelöst. Was ist dann dein nächster Schritt in Richtung Buch? Und da lass dich einmal einfach nur inspirieren, was dir da dazu einfällt. Weil, während du das machst, für die anderen, es gibt natürlich gerade bei der Technik ganz bewährte Strukturen. Du kannst in ganz abgestufter Weise dir professionelle Unterstützung holen. Ja? Du kannst dir zum Beispiel den E-Book-Satz abnehmen lassen. Du kannst jemanden dein Cover machen lassen. Du kannst Leute beauftragen, dir das Buch hochzuladen. Ja? Und ich sage mal, dass das Schöne ist, mittlerweile, da der Buchmarkt so dynamisch ist, dass es wirklich viele Anbieter da draußen gibt. Und je nachdem, wie dein Budget und dein Anspruch ist, kannst du dann dementsprechend auswählen und dir dann dort die Unterstützung holen. Nur tu dir den Gefallen, Katharina, glaube ich, war das, und lass dich nicht aufhalten, ja, von diesem Ding. Das ist sozusagen verschwendete Zeit, weil es geht immer darum, Wege zu finden, wo du jetzt handeln kannst. Ja. Und für die anderen Dinge, da findest du dann im Laufe der Zeit dann deine Lösung, wenn du dran bleibst und deinen Zielen näher kommst. Dann sehe ich hier, es gibt eine Frage von der Elke und die sagt, ich habe noch gar nicht mitbekommen, was der Kurs Mission Bestseller beinhaltet. Mhm. Ne, es sind 7 Module und was wir da machen, der Anfang ist ganz klar Standortbestimmung und Zielsetzung, ja, wo noch einmal wir ganz klar fest herausarbeiten, wo deine Ziele mit dem Buch
im Speziellen liegen, wer deine ideale Leserin ist, wenn den du oder die du erreichen willst. Ja? Es gibt dann auf der Grundlage, wenn du mal weißt, für wen du es machst und wo du hin willst, kannst du dann beginnen, deine Strategie zu entwickeln. Ja? Und da ist es mir gerade am Anfang, das ist der zweite Teil, wo es um deine Strategie geht, die hat ganz viel damit zu tun, wie du dein Buch in dein Business einbaust. Ja? Diese Sache mit dem Sales Funnel, wo wir darüber gesprochen haben, das steht für mich, dein Buch da einzuplanen und auch schon wirklich zu wissen, was du willst, was die Leute machen, wenn sie dein Buch gelesen haben, die nächsten Schritte. Das zu entwickeln wäre der Schritt 2. Dann das dritte ist dein Netzwerk. Ja? Influencer in deinem Bereich definieren und beginnen, Beziehungen aufzubauen, Social Media nutzen und der Beginn, dir dein Launch-Team zu schaffen. Dann geht es im vierten Modul um die Details, um Sachen Beratung, was ist gut, was funktioniert bei Cover, Titel, Untertitel, Buchbeschreibung, Kategorienauswahl bei Amazon, ein kurzer Technik-Check, ja, worauf musst du achten, wenn du dein Buch produzierst. Dann geht es um den Vertrieb, es ist Modul 5, Placement, Verlag oder Self-Publishing, welche Veröffentlichungskanäle wählst du, Amazon, Online-Portale oder die eigene Internetseite. Dann kommt, wenn du so willst, schon die Generalprobe, da geht es um Preisgestaltung, dann gehen wir richtig in den Bereich der Promotion, eine Landingpage für dein Buch, was ist da wichtig zu beachten, Offline, Online-Events, was für Möglichkeiten hast du, deinen Launch vorzubereiten. Und dann der Abschluss ist, da geht es dann um den Launch selber. Wie startest du dein Buch richtig los und schickst es auf die Reise? Ja? Und was halt bei mir so als Bonusmaterial immer mitkommt, ist, ich habe so einen Kurzkurs im technischen Bereich auch, den ich einbinden werde, wo ich einen Kurs gemacht habe, wie du mit Sigil ein E-Book machen kannst. Das ist eine Möglichkeit, mit wirklich relativ einfachen Mitteln ein technisch sauberes Buch zu bekommen, wo du dann bestimmst, wie es ausschaut und nicht Word zum Beispiel. Ja. Und Schreibtipps, dann gibt es für mich halt immer so zwischendurch. Und die Arbeit am Mindset, glaube ich, das wird sich durch die ganzen Wochen ziehen. So. Ja, bei dem Team, das war jetzt noch eine Frage, wie du das auswählst. Eine hast du noch übersehen, wie lange das Programm dauert. Das war noch weiter unten eine Frage. Genau, das ist eine gute Frage, die haben wir nämlich beantwortet. 7 Wochen? Ja. 7 Wochen, ja. Genau. 7 Wochen. Immer ein Live-Webinar zu Beginn, dann Videos und Arbeitsblätter und die Gruppe. Ich habe jetzt mal die anderen Fragen markiert. Ich würde vorschlagen, such du dir einfach die Fragen aus, die du jetzt gerne noch beantworten möchtest, weil wir haben jetzt ja noch 5 Minuten. Ja, wie stelle ich mir ein Hilfeteam zusammen? Ich denke mal, du darfst mal deinen Bedarf als erstes einmal eruieren, für dich herausfinden, wo sind die Bereiche, wo du selbst vielleicht Unterstützung brauchst, weil ich sage mal, so ein gutes Team besteht immer aus verschiedenen Playern. Das sind nicht lauter Leute, die genau gleich sind wie du, sondern Leute, die dich ein bisschen ergänzen können. Ja, das werden, in meiner Erfahrung nach, werden das einerseits Leute sein, die jetzt schon deine Freunde sind, und auf der anderen Seite werden es vielleicht auch Leute sein, die du erst im Zuge dessen kennenlernst, ja, weil die zum Beispiel in einem ähnlichen Bereich wie du unterwegs bist oder ideal ist, wenn sie in einem angrenzenden Bereich unterwegs sind. Also für mich zum Beispiel sind dann so Leute, die WordPress-Seiten machen, immer wieder interessante Ansprechpartner, also die da so im Internetdesign unterwegs sind zum Beispiel. So, was habe ich dann noch? Für das Schreiben an sich, außer Word, ein Tipp, naja, werde ich oft gefragt. Ich sage, für die meisten Sachbuchautoren reicht es vollkommen aus. Ja. Es ist, je technikaffiner du bist, für manche Leute ist so ein neues Gadget immer eine zusätzliche Motivation, dann empfiehlt sich auch mal ein Scrivener vielleicht. Das ist wirklich eine Mini-Investition,
kostet so um die 30, 40 Euro und wird immer wieder in Aktionen noch billiger angeboten. Da kannst du so drinnen ganz gut organisieren. Ja? Und für die Leute, die gerne ganz viel Kontrolle haben, ist auch Papyrus eine Alternative. Das ist ein deutsches Schreibprogramm, das dir halt dann ganz viele schon beim Schreiben den Stil korrigiert und so weiter. Mich macht das nervös, wenn da so viel rot ist. Also ich mag das nicht, aber für manche Leute kann das schon passen. Der erste Schritt, um die Inhalte zu strukturieren, ja, darfst deine Ziele mal klar machen. Und das ist vielleicht ein Geschenk da jetzt zum Schluss. Du deine Inhalte nicht um dein Wissen herum organisieren, sondern um die Bedürfnisse deiner Kunden, deiner Kundinnen. Schau dir an, wo deine Kundinnen stehen, wenn sie zu Leserinnen werden und wo du sie hinbegleiten willst am Ende vom Buch. Ja? Und das gibt dir dann die Möglichkeit, die beste Struktur zu entwickeln. Ja? Vom Ziel, was sind die Meilensteine auf dem Weg vom Ist zum Zielzustand? Das ist für mich die beste Möglichkeit zu strukturieren. Ja, die Geschichte mit den Buchhandlungen werde ich immer wieder auch, das ist auch eine Frage, die oft kommt. Der beste Weg ist, schnapp dir deine Bücher in ausgedruckter Form, am besten 10 Stück und geh hin. Sprich mit den Leuten in der Buchhandlung und schau, ob du es dort lassen kannst. Das ist mit Abstand der einfachste Weg, weil alles andere bedeutet, du machst einen Auflagendruck, fangst an mit den Zwischenhändlern zu arbeiten und das ist dann wirklich viel Aufwand. Aber so im kleinen Bereich, was du morgen schon machen kannst, ist deine Bücher nehmen, in die nächste Buchhandlung bei dir ums Eck zu gehen, die du auch magst und dir zu fragen. Ja? Weil wer fragt, kann ein Ja bekommen. Ja? Den Link vom Papyrus, ja, aber das muss ich mal kurz nachschauen. Papyrus.de, Steuerung C. Das Papyrus, das ist ein bisschen teurer, gell? Das kostet, glaube ich, über 180 Euro und es hat einen Benefit, schon so ein USP, wenn es du magst. Das ist jetzt das einzige Schreibprogramm, das die Duden-Rechtschreibprüfung integriert hat. Ja. So, was ich euch auch noch anbieten kann für diejenigen, die sich vielleicht jetzt fragen, naja, das habe ich von dem Kurs gehört, das klingt ganz gut, ich weiß nicht, ob es wirklich für mich passt oder nicht. Kann ich euch noch auch anbieten, dass ich euch einen Link post zu meinem Kalender, dass ihr euch mal für so ein 30-Minuten-Gespräch eintragt und wir gemeinsam herausfinden, ob das für euch in Frage kommt und wenn ja, wie. Genau, also das kann ich auch sehr empfehlen, nämlich auch für alle, wenn ihr jetzt irgendwie noch eine Frage habt oder die wurde vielleicht noch nicht beantwortet oder wir haben sie übersehen oder ihr habt sie noch nicht gestellt, dann macht euch auf jeden Fall so einen Termin aus mit dem Tom. Und ja, und wenn ihr, wie gesagt, noch am Überlegen seid, ob der Kurs das Richtige ist für euch, dann seid auf jeden Fall dabei. Und gerade diejenigen von euch, die irgendwie sagen, hey, da wird ja was verkauft, euch möchte ich mitgeben, ihr habt massive Glaubenssätze zum Thema Verkaufen. Und auch für euch ist der Kurs ganz besonders wichtig und ganz besonders richtig. Und ihr solltet gleich die Ersten sein, die den bucht. Und da wünsche ich euch sozusagen ganz viel Freude, weil ich sage nämlich eins auch noch dazu, gute Verkäufer sind auch ganz gute Käufer. Also wenn du großen Widerstand hast mit Kaufen, wenn du das schlecht findest, wenn andere Leute sich vermarkten und sich verkaufen, dann bedeutet das, dass du ein ganz schlechter Verkäufer bist und das bedeutet, dass du auch solche Kunden anziehst, die so sind wie du. Und aus diesem Grunde solltest du das schnellstens ändern, wenn du ein erfolgreiches Business haben willst. Das möchte ich noch mitnehmen. Das heißt, wenn du jetzt gerade ganz besonders viel Widerstand dazu hast zu kaufen, dann solltest du ganz besonders kaufen. Das gebe ich dir noch auf den Weg mit. Perfekt, dann haben wir 7 Wochen Zeit dran zu arbeiten. Ja. Genau, die Glaubenssätze zum Thema Verkaufen loszulassen. Das ist nämlich wirklich, das ist das A und O. Weil ich sage euch was, keiner von euch kann selbstständig sein, der Glaubenssätze zum Thema Verkaufen hat. Also ich meine, ihr könnt schon, aber
I wish you the best of luck, ja, wenn du von deinen Ersparnissen lebst und jeden Tag Trockenbrot und Wasser isst, weil das ist nämlich das, oder ich hoffe, dass du dann schnell im Lotto gewinnst oder dir einen reichen Ehemann suchst, weil sonst wird es nicht lustig werden. Ohne gut zu verkaufen, selbstständig zu sein, it's not funny. Also aus diesem Grunde, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dieses Thema eben sich anzuschauen, ganz, ganz wichtig, anzufangen, sich zu vermarkten. Mhm. Und der Tom ist da einfach ein toller Experte, der ganz, ganz viel Wissen hat. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich bei ihm bedanken, also für das alles, was er da gratis geteilt hat und für das ganz viele Geduld beim Beantworten der Fragen. Und vielen, vielen Dank, dass du auf meinem Blog dabei warst und die Artikel geschrieben hast und das viele, was du da geteilt hast, das ist wirklich, wirklich großartig. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Das hat so viel Wert schon gestiftet, was du da gratis hergegeben hast. Das ist schon fast verrückt gewesen, muss man sagen. So toll war das. Und und wenn ihr noch am Überlegen seid, ich kann nur sagen, wie gesagt, ein eigenes Buch zu haben und vor allen Dingen zu lernen, das auch vernünftig zu vermarkten, das ist etwas, was euch wirklich massiv weiterbringt im Business. Und darum kann ich das nur ganz entschieden empfehlen. Genau. Also von mir aus auch vielen Dank, Mara, sowohl für das Aufnehmen auf deinem Blog im Sommer, als auch für die Begleitung da heute durch den Abend. Und ich kann nur sagen, die Mission Bestseller beginnt am 14. September und die Leute, die jetzt die sagen, okay, ich bin dabei, die werden einfach ihr Buch besser verkaufen, als die Leute, die es nicht machen. Und genau, das ist eine Entscheidung, die liegt bei dir und, genau, und ich bin auf jeden Fall dort. Genau, und die Sani sagt dann, reichen Ehemann, nee, danke, ich will nicht abhängig sein, genauso sehe ich es auch und aus diesem Grund liebe ich verkaufen und aus diesem Grund bin ich in einem wunderschönen Apartment hier in Los Angeles und hau mich gleich an den Strand, weil die Verkäufe liefen heute wieder hervorragend, so viel zum Thema Verkaufen. Yes, und August war der beste Monat bis jetzt. So ist es. Also alles, alles Liebe wünsche ich und vielen Dank fürs Zusehen. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch. Baba. Tschüss.